Jetzt kommt unser erstes Telefonat. Ich habe in der Leitung, ich hoffe, Wolf Wetzel. Hallo, guten Abend. Ja, das bin ich, also soweit ich noch über mich Bescheid weiß. Ja. Okay, wir wollen nochmals, wir hatten schon mal über die mit dem nationalsozialistischen Untergrund gesprochen. Und zwar wollen wir diesmal die Priorität draufsetzen auf die Rolle des Staates, der Apparate, vor allem der Geheimdienste der Bundesrepublik Deutschland. Vorweg nochmal, der nationalsozialistische Untergrund ermordete 9 migrantische Kleinstunternehmen, das waren, ich glaube, 8 türkische und ein griechischer Unternehmer und auch eine Polizistin. Sie waren, glaube ich, seit 1998 verschwunden und zwei Mitglieder dieser NSU-Gruppe haben sich dann 2011 im November sollen sich da selbst umgebracht haben. Das ist so ganz grob der Überblick. Wenn du das noch ergänzen willst, kannst du es natürlich gerne jetzt machen. Naja gut, es geht natürlich so einige spannende Punkte, gerade mit Blick auf unser gegenwärtig angespanntes Verhältnis zu Israel. Es gibt Morde an einem Bombenanschlag und einen Mord, in dem jüdische Bürger, Mitbürgerinnen involviert sind und wo es Spuren gibt, dass das ebenfalls im Kontext des NSU geschehen ist. Und die Gründe, warum das rausgenommen wurde, sind bis heute undurchsichtig. Und was genauso wichtig wäre zu sagen, das Töten und Morden hört nicht auf, nur wenn die Medien und das BKA und der Geheimdienst darüber nicht berichten. Tatsächlich ist ein Zeuge 2013, der über Heilbronn, über den Mordanschlag in Heilbronn reden wollte, und zwar darüber, dass der neonazistische Zusammenhang schon früher bekannt war. Der ist dann 8 Stunden vor seiner Zeugenaussage, hat er sich dann aus Liebeskummer umgebracht. Das geht in Deutschland. Und dann gibt es noch einen Kronzeugen, also es ist ein V-Mann, einer der wichtigsten, exzellentesten V-Männer, der quasi am Küchentisch des NSU saß. Der sollte auch vernommen werden und der ist dann an einer nicht erkannten Hepatitis kurz vorher, bevor er aussagen sollte, gestorben. Das geht alles in Deutschland. Okay, wir sind ja jetzt schon so bei dem Start, obwohl das Anfang, das mit den Anschlägen habe ich jetzt nicht verstanden. Meinst du jetzt bei den neuen Anschlägen gegen die Synagoge? Nein. Also nicht 2014, sondern es gibt in Düsseldorf einen Anschlag. Es gibt einen Anschlag auf einen Rabbiner. Das ist mal ganz am Anfang, ist das mal erwähnt worden, dass das lauter unaufgeklärte Anschläge bzw. Morde sind. Und ich weiß, dass ein Freund sich mal bemüht hat, da die Hintergründe auszuleuchten und sagt, ihm ist nicht begreiflich, warum das nicht im Kontext der NSU mit aufgenommen wird, ohne sozusagen jetzt schlussendlich zu sagen, wer es war. Aber das ist ja im Rechtsstaat Ausgangspunkt einer Ermittlung und nicht das Endergebnis. Und warum die, also sozusagen an jüdischen Bürgern, verübten Verbrechen, warum die rausgenommen werden, das finde ich eine Sache für sich. Das ist auf jeden Fall, mir fällt ja jetzt nicht so ein, es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig oder sehr, sehr, komisch ist der falsche Ausdruck, auf jeden Fall drückt das eine Tendenz aus, und zwar die Rolle des Staates. Also du hast ja du beobachtest diesen Prozess ja auch schon, hast mir im Vorgespräch schon seit 3 Jahren recherchierst, sehr umfangreich. Und du hast jetzt einen Artikel, der war auch in der Jungen Welt teilweise abgedruckt, geschrieben, dass die NSU, vor allem, dass da sehr viele V-Männer involviert waren und die haben sozusagen den NSU mit aufgebaut und haben teilweise, haben aufgebaut und haben logistisch da sehr viel zu beigetragen und haben dafür gesorgt, dass die eigentlich von 1998, also bis 2011, das sind also 13 Jahre gewesen,
relativ unbeteiligt, relativ morden konnten, was sie wollten und sind nie aufgeflogen. Also das ist auf jeden Fall erstmal so ein Symptom dafür, dass der Staat da seine Hände zu hat. Du bist da noch weitergegangen. Ich will das gleich mal ein bisschen zuspitzen. Es wird auch von bürgerlichen Zeitungen gesagt, da ist der Geheimdienst vielleicht außer Ruder gelaufen, also haben das nicht so richtig unter Kontrolle gehabt. Du hast aber nachgewiesen bzw. geschrieben, dass das nicht so ist. Und vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer machen. Nein, das ist eine spannende Frage natürlich. Also zum einen, klar, man bewegt sich sozusagen in verdunkelten Räumen. Das liegt nicht an denen, die sie betreten, sondern die, die diese Verdunklung organisieren. Und das sind im Wesentlichen staatlichen Stellen. Zum anderen, weil es uns natürlich alle beschäftigt. Antifas, die Opfer, die Hinterbliebenen, überhaupt noch Leute irgendwie, die Verhältnisse nicht so nehmen, wie sie im Fernsehen dargestellt werden. Und natürlich die Frage, wenn es keine Pannen waren, was ja irre ist, 13 Jahren Pannen und das in Deutschland, dann stellt man sich immer die anderen Fragen. Und eine wesentliche Erklärung, die immer wieder, also bis ins bürgerliche Spektrum, bis in die FAZ hinein formuliert wurde, man muss vorsichtig sein, das bürgerliche Spektrum hat sich ja jetzt wieder verabschiedet und ist am Aufbau der Staatsräson, aber damals hatten sie gesagt, der Geheimdienst ist aus dem Ruder gelaufen, er hat sich verselbstständigt, er hat Terroristen, Neofaschisten unterstützt, ist quasi mit ihnen in den Untergrund gegangen, hat ihnen Papiere besorgt, Waffen, hat sie gedeckt, als es Möglichkeiten, und es gab zahlreiche Möglichkeiten des polizeilichen Zugriffs, immer wieder wurden sie gedeckt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, das ist sozusagen alles evident, das ist alles in X-Protokollen belegt. Jetzt ist die Frage, wer ist die schwarze Hand, wer ist die unsichtbare Hand, die immer wieder die schützende Hand über neonazistische Täter hält. Und die eine war eben, dass das der Geheimdienst ist. Und das hat mich natürlich auch selbst beschäftigt, weil ich natürlich gedacht habe, naja, also bei 9 Morden und bei 13 Jahren, das setzt einen Geheimdienst voraus, der sozusagen genau sich verselbstständigt hat. Und da gibt es ja sozusagen Bilder davon, wie in der Türkei, wo der Geheimdienst sozusagen gegen die eigene Regierung arbeitet oder in Italien und so weiter. Und dann habe ich versucht, dem nachzugehen und bin also von den Belegen her mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. In Deutschland ist der Geheimdienst, weder der Verfassungsschutz noch der Bundesnachrichtendienst aus dem Ruder gelaufen. Es gab immer wieder genau diese Konflikte. Auch die sind dokumentiert. Die Polizei hat etwas, will sogar Festnahmen vornehmen. Sie wussten sogar, wann sie mit den Eltern telefonieren. Sie wussten, wo der Treffpunkt ist, wo sich Mitglieder des NSU mit ihren Eltern treffen wollten. All das wussten sie und es wurde verhindert. Aber das war keine Selbstherrlichkeit des Geheimdienstes, sondern es gab immer wieder in den jeweiligen Innenministerien des Ländern Lagebesprechungen, wo dann entschieden wird, und das ist auch in Deutschland oder in bürgerlichen Demokratien sozusagen der ganz ordentliche Weg, Konflikte zwischen Polizei und Geheimdienstinteressen werden von der obersten Dienststelle und vom obersten Dienst her entschieden, und das war das Innenministerium. Das heißt, wenn jemand, und das ist sozusagen die unterste, obere Stufe der Verantwortlichen, für das, was geschehen konnte, dann sind es die Innenministerien definitiv. Also, und es geht ja noch weiter. Ich glaube, zuständig für alle Geheimdienste ist, glaube ich, der Koordinator im Bundeskanzleramt. Also es geht dann ganz, ganz, ganz nach oben. Und also das heißt mit anderen Worten, die haben entschieden. Du hast auch geschrieben, dass, glaube ich, der damalige Innenminister von Hessen mal, wo es mal in Richtung rechts, also Richtung Nazi-Terroristen ging, das auch verhindert. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer machen? Ja, also das ist sozusagen in fast allen Fällen passiert. Nur viele Spuren wurden ja beseitigt von Behördenseite. Also auch das nochmal sozusagen kleiner Hinweis. Also wenn in Deutschland innerhalb von 3 Wochen in allen Behörden, in unteren Behörden, oberen Behörden, beim Polizei, beim Verfassungsschutz, egal wo,
systematisch Akten und Fallberichte verschwinden, dann ist es keine Willkür, sondern dann wird es angeordnet. Und vor allem in Deutschland, wo kein höherer Beamter riskieren will, eigenmächtig zu handeln. Aber in Kassel ist es eindeutig dokumentiert, noch mehr als das, was du kurz anreißt, also wo klar war, natürlich hätte ein neonazistischer Hintergrund zu ein der Ermittlungen Richtungen sein müssen, also wenn man davon ausgeht, man ermittelt in alle Richtungen. Man hat sehr schnell festgestellt, dass ein Verfassungsschutzmitarbeiter, und das ist natürlich sozusagen die Büchse der Pandora, also was man sich nur im Krimi vorstellt, bei dem Mord, bei dem 9. Mord in Kassel, ist ein hochrangiger, hochqualifizierter mit äußerst rechter bzw. neofaschistischer Gesinnung bezahlter V-Mann-Führer Andreas Temme in demselben Internetcafé zugegen, wo der Mord passiert. Das war natürlich sozusagen der Inbegriff der Verdichtung und natürlich der Frage, was macht ein mit neonazistischer Gesinnung ausgestatteter Verfassungsschutzmitarbeiter zum einen in so einem Internetcafé, was absolut migrantisch ist, und zum anderen, wie kommt der in dieser Bundesrepublik dazu, auch noch Neonazis zu führen? Also das nochmal zur Frage, wie hier Antisemitismus bekämpft wird. Seit 13 Jahren mit Blick auf NSU wird Antisemitismus hier in jeder Art und Weise bewaffnet und geschützt. Und diese Geschichte in Kassel, die wiederholte sich an vielen Orten. Das war auch in Köln der Fall. Da gab es auch ganz klar, also Polizeibeamte, die nur ihren Job gemacht haben und gesagt haben, da muss man einen neonazistischen Hintergrund mit reinnehmen. Es gab Videos, wo man Personen sah, die alles aussahen, nur nicht fremdländisch, ne, sondern sehr arisch. In 5 Minuten hätte man das identifizieren können. Also all das zieht sich sozusagen durch alle Tatorte. Und jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, also die sozusagen prekär zwischen Polizeiinteressen und Geheimdienstinteressen waren, haben sich die Innenminister entschieden und haben sich jedes Mal, und das ist evident, jedes Mal sozusagen für die Geheimdienstoption entschieden. Also teilweise wurden ja dann diese Aktion wurde dann eben unter Ausländern aus Ausländerkriminalität oder organisierte Kriminalität ermittelt. Das hatte auch gleich den Grund, dass dann auch wieder Gesetze verschärft wurden. Das ist also, finde ich, dann auch noch so dieses Perfides, was natürlich eine gewisse staatliche Intention hatte. Du hast auch in deinem Bericht, ich glaube in der Jungen Welt geschrieben, dass man sich da eigentlich nicht wundern sollte, dass die staatlichen Organe, wenn es ihnen passt ins Konzept, mit Faschisten zusammenarbeiten. Du hast dann auch noch auf das aktuelle Beispiel zum Beispiel jetzt in der Ukraine verwiesen. Ja, also jetzt sozusagen die faschistische Option, wo ich immer versuche, vorsichtig zu sein, dass nicht immer alles sozusagen mit dem Wunsch oder einer Wiederholung des Faschismus irgendwie in Verbindung zu bringen, weil ich glaube, in Deutschland gibt es eine ganz andere Art, also jetzt unter der politischen Klasse mit dem Faschismus umzugehen. Nicht die Ideologie und der Rassismus und der Antisemitismus sind das Problem, sondern dass man damit nicht erfolgreich war und verloren hat und dass man aus dieser Niederlage nur eine Konsequenz gezogen hat, das nächste Mal muss man gewinnen. Und das schließt überhaupt nicht die Zusammenarbeit mit Faschisten voraus. Also in der Ukraine ist es kein Problem, dass ein Herr Steinmeier umgeben von organisierten Faschisten, bewaffneten Faschisten, die wesentlich zum Sturz beigetragen haben, dass er sich da wohlfühlt. Und es ist ja auch gar kein Problem, dass diese Bundesrepublik seit 30 Jahren Faschisten bewaffnet hat in Stay Behind Organisation bis 1991, quer von allen Bundesregierungen gedeckt und bis heute behauptet, sie wolle, sie täte etwas gegen Antisemitismus. Sie tut mitnichten das.
sie hat die Voraussetzungen und Bedingungen dafür geschaffen, dass der Antisemitismus nach wie vor virulent ist, noch mehr. Sie sind die Bedingung, sie sind eine wesentliche Bedingung dafür, dass sie sich bewaffnen. Nur, es gibt sozusagen zwei Antisemitismen, in Anführungszeichen. Der eine, der angeblich sozusagen Israel zum Visier hat, der wird angegriffen. Der Antisemitismus, der Migranten und Linke meint, der wird von diesem Staat gefördert. Und das ist übrigens auch auf Seiten Israels oder auf Seiten der israelischen Regierung kein Problem. Auch sie haben gar kein Problem, mit Faschisten zusammenzuarbeiten, wenn das operabel ist. Wir müssen jetzt leider so zum Ende kommen. Vielleicht noch eine Frage. Du recherchierst da ja weiter. Vielleicht nur noch die Frage, was bedeutet das für die Linke oder vor allem auch für die radikale Linke? Vielleicht in so 4, 5 Sätzen. Also das ist ja, im Grunde genommen ist das ja, beklagst du ja auch immer, dass da die radikale Linke eigentlich sehr hilflos oder sehr schwach darauf reagiert. Naja, das Erste wäre natürlich überhaupt diese Auseinandersetzung zu führen. Stimmen diese Behauptungen? Also übrigens die vom tiefen Staat. Da war ich am Anfang skeptisch. Die kam von Professor Hajo Funke, der bis dahin sozusagen durch alle Fernsehstudios als Rechtsextremismus-Experte geführt wurde und jetzt nicht mehr. Aber natürlich wäre das für eine Linke, für eine radikale Linke total wichtig zu sagen, okay, also sozusagen bewegen wir uns noch innerhalb sozusagen rechtsstaatlicher Konstituierung, also wo man dann auch Einfluss nehmen kann mit den beschränkten Möglichkeiten, oder gibt es, und das ist meine Behauptung und ich glaube, dass ich sie ziemlich belegen kann, dass es einen staatseigenen Untergrund gibt, einen Staatsterrorismus, der immer mehr zunimmt, also nicht nur mit Blick sozusagen auf Ukraine, sondern auch mit Blick auf Zusammenarbeit mit NSA, mit Blick auf totale Überwachung, die mittlerweile ja keine Verschwörung mehr ist, sondern eine Banalität. Das setzt alles sozusagen rechtsfreie Strukturen, rechtsferne Strukturen voraus, die an den Parlamenten vorbei, an den Rechtsinstitutionen vorbei installiert werden. Und dann frage ich natürlich die Partei Die Linke, warum sie auf diesem Feld nicht aktiv wird. Also warum sie diejenigen, die Gladio bis 1991 ermöglicht haben, warum sie die nicht politisch, strafrechtlich sozusagen angreifen, warum sind sie da so stumm? Da frage ich mich natürlich. Aber klar, für eine Linke wäre das wichtig, um überhaupt einen Begriff zu bekommen, wo leben wir und mit welchen Möglichkeiten können wir was tun. Das wäre sehr wichtig. Aber die Angst, so erfahre ich es bisher, sich damit überhaupt zu beschäftigen, die ist noch größer. Okay, Wolf, wir lassen es erstmal so stehen. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall nochmal wieder drauf zurückkommen. Schönen Dank, dass du Zeit hattest und tschüss. Ja. Danke dir auch, ja. Tschüss.